Sicher, dass das funktioniert, Littlefoot? Ich weiß, heute ist der erste Tag der kalten Zeit, aber... Es muss klappen, Sarah. Wenn wir uns die Baumnaschereien heute nicht pflücken, dann sind sie verschrumpelt. Pflück sie, Dougie! Ich versuche mein Bestes! Mir hilft! Ich komme immer noch nicht ran! Ganz klar, wir brauchen Spikey. Ja, so kommen wir nicht weiter, Freunde. Suchen wir Spikey. Spike! Spikey! Wir haben Spike gesagt, dass wir hier sind. Ich weiß, dass er es weiß. Manchmal frage ich mich, an was er überhaupt so denkt. Oh ja, das tue ich, das tue ich. Baumsterne. Aber sie singen nicht mehr ihr altes Lied. Irgendwas ist anders. Egal, Baumsterne sind Baumsterne. Es geht doch nichts über Baumsterne, um einen Tag zu beginnen. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ich komm fast dran. Gut. Noch ein kleines Stück. Alles in Ordnung, Kinder? Außer der Tatsache, dass wir kalt, nass, hungrig und erschöpft sind, ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hasse die kalte Zeit. Daran ist überhaupt nichts Gutes. Und die hartes Wassernaschereien? Hartes Wassernaschereien? Was ist denn das, Meister Plattnase? Hartes Wassernaschereien sind süße Blasen, eingeschlossen von hartem Wasser. Ach, gute Güte. Ich glaube, so etwas habe ich noch niemals gefuttert. Das überrascht mich nicht. Hartes Wassernaschereien kann man nur am ersten Tag der kalten Zeit finden. Das ja heute. Vielleicht können wir sie erfinden. Ach was, Schnickschnack. Diese hartes Wassernaschereien sind doch Hirngespinste. Nein, Vater Dreihorn, ich muss dich korrigieren. Das sind keine Hirngespinste. Ach ja? Also, wenn es sie wirklich gibt, warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Weil sie sehr schwer zu finden sind. Das ist nicht witzig. Baumnaschereien. Und Wassernaschereien. Baumnaschereien. Manchmal glaube ich, Vater Dreihorn liebt es, sich zu streiten. Sarah! Littlefoot! Genau wie die zwei. Sie sind alle so sehr damit beschäftigt zu reden, dass sie den Gesang der Baumsterne nicht hören können. Da ist schon wieder dieses neue Grünfutterlied. Wenn die hartes Wassernaschereien so schwer zu finden sind, wie kann man sie dann finden?
Na ja, man muss auf einem bestimmten Berg am Rande des großen Tals nachsehen. Das ist keine leichte Reise. Das hat uns doch noch nie abgehalten. Also, um sie zu bekommen, müsst ihr zu dem Baum mit den zwei Stämmen gehen. Baum mit zwei Stämmen, klar. Von dort aus haltet ihr euch rechts und lasst den Berg links liegen, bis ihr zu dem Wasserfall kommt. Zum Wasserfall. Geht hinter den Wasserfall um die große Klippe herum bis zur stürmischen Schlucht, Kinder. Stürmische Schlucht, ja. Und dort, ganz oben, findet ihr sie mit etwas Glück. Seht ihr? Selbst er weiß nicht einmal genau, wo sie sind. Klingt, als wären sie schwer zu finden. Sicher, aber dafür sind sie auch die leckersten Leckereien, die ihr euch vorstellen könnt. Zuerst sind sie kalt und knackig, aber wenn ihr in sie reinbeißt, dann sind sie saftig und süß. Oh, das sind sicher die wohlschmeckendsten Dinge, die ich nicht gegessen habe. Na ja, wenn man auf süße Sachen steht. Pah, also ich habe sowas noch nie gesehen. Du solltest den Kindern nicht von Sachen erzählen, die es nicht gibt. Tja, du musst ja nicht daran glauben, wenn du nicht willst. Ich glaube Ihnen, Meister Plattnase. Und ich möchte versuchen, sie zu finden. Wenn ihr mir eine hartes Wasser Baumnascherei bringt, teile ich mit euch meinen Baumsternanteil. Also, wenn ihr mir eine hartes Wasser Nascherei bringt, dann gebe ich euch alle Baumnaschereien des großen Tals. Wirklich alle? Alle, die ich finden kann. Hey, das hört sich gut an. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Machen alle mit? Ja, zischen wir los. Los zischen? Wohin denn? Ich weiß, was das bedeutet. Auf eine tolle Reise gehen wollen sie und finden's wunderschön. Sie wollen Abenteuer sehen und ich weiß nicht wieso. Doch sowas interessiert mich nicht. Ein Baumstern, das ist was für mich. Doch sie wollen ja immer nur auf Reisen gehen. Was sie auch machen, eins ist klar, es bringt uns alle in Gefahr. Jetzt gehen sie los. Was mach ich bloß? Auf Abenteuerreise gehen, das find ich ganz und gar nicht schön. Ehrlich gesagt find ich das blöd. Denn auf die Reise muss der Spike mit. Selbst Spikey will die hartes Wassernaschereien suchen. Japp, japp, japp. Naja, was soll ich machen? Das neue Baumsternlied wird lauter. Von hier kommt das nicht. Das neue Baumsternlied kommt von irgendwo anders her. Da! Es kommt von da drüben. Wollen wir nicht lieber da lang gehen? Ja, toll, das gefällt mir. Ja.
Da ist es schon wieder. Wir gehen hier lang, Spikey. Ja, das tun wir, das tun wir. Spike! Sch! Wenn lautes Geräusch dann hartes Wasser manchmal runterfällt und macht ganz großes Gerutsche von die Berg auf uns. Naja, wir besser gehen vor die Wasserfall herum. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir sollen hinter dem Wasserfall gehen. Nein! Die streiten sich schon wieder. Muss das wirklich sein? Der Wasserfall ist so laut, dass man gar nichts anderes mitkriegt. Jetzt lauf nicht dauernd weg und bleib bei uns, verstanden? Ist das kalt? Das Wasser ist selbst für einen Schwimmer zu kalt. Oh ja, oh ja. So schlimm war das doch gar nicht, oder? Also ich finde schon. Da. Große Klippe vor uns. Stürmische Flucht auf andere Seite. Wieso stürmische Flucht? Petri, es heißt stürmische Schlucht. Ist völlig egal, wie heißt. Hauptsache, wir gefunden. Jetzt mir auch klar, warum heißt stürmische Schlucht. Ja! Von da kommt das neue Baumsternlied. Hier sind wir goldrichtig. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir... Nein! Petri! Seht mal, wo Spike hinläuft. Wenn er das kann, dann können wir das auch. Wir können? Wir wissen es nicht, bevor wir es tun. Ja, auf geht's. Wir sind oben. Und wo sind jetzt die hartes Wassernaschereien? Hier oben sind die doch garantiert nicht. Meister Plattnase hat gesagt, dass man sie schwer findet. Vielleicht wir alle müssen besser suchen. Ja. Ja. Oder mein Papsi hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht. Wo kommt das her? Es ist ganz laut, so als würde ich direkt davor stehen. Meister Plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ihr zu laut. Oh nein, es gibt sie nicht. Und ob es sie gibt? Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Nicht zu laut reden, es gibt Freunde. Sie doch. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, ganz klar. Es kommt von hier irgendwo. Na? Da
Das neue Lied kommt von den süßen Blasen, die von hartem Wasser eingeschlossen sind. Das müssen sich die anderen ansehen. Freunde, hartes Wasser runterfällt. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Zugehört! Sein ruhig! Oh, oh. Was passiert immer, wenn wir auf Abenteuerreise gehen? Wo sind sie? Esel! Spikey, bist du das? Hm? Spikey? Petrizera und Littlefoot sind in dieser Richtung. Oh, das ist kein Spaß. Nein. Bist du auf dem Weg nach unten auf hartes Wasser, Naschereien, gestoßen? Jetzt lauf nicht wieder weg, Spike. Aber wenn Spike nicht weggelaufen wäre, als er weggelaufen ist, dann hätte ihn das harte Wasser so wie uns verschüttet. Und dann hätte er uns nicht retten können. Oh nein, nein, nein. Ja, zu blöd nur, dass Spike uns nicht vor Littlefoots Idee, die hartes Wassernaschereien zu finden, retten kann. Aber ich weiß, wo sie sind. Nein, es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, Zera. Schon wieder Streit. Es tut mir leid. Doch ich finde, das geht zu weit. Es liegt was Seltenes in der Luft. Ein wirklich ganz besonderer Duft. Los, kommt, Freunde, mir nach. Hört auf zu streiten, lasst den Krach. Ich glaub, Spike sagt, los, kommt mir nach. Freunde, kommt mir nach. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich gehe mit Spikey mit. Was immer ihr auch zu sehen erwartet, es ist einen Blick wert. Ja.
Aber wenn noch andere Rutscher auf uns raufhalt. Oh, wartet auf mir. Hartes Wasser, Naschereien! Alle sind glücklich und zufrieden und futtern um die Wette, ohne sich zu streiten. Und keiner muss hungern. Ah. Lecker! Ich bin beeindruckt, ihr habt die Hartes-Wassernaschereien wirklich gefunden. Wenn Spike hier nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spike. Ja. Also schön, hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte. Und was mit die da? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Das hättest du wohl nicht gedacht, hä? Oh. Wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mehr essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Ruby. Oh ja, oh ja.